Doktor, ich möchte zu Miss Swell. Ja, kurz einen Moment bitte. Schönen guten Abend. Dr. Latimer? Ja. Sind Sie angemeldet? Nein, ich bin kein Patient, ich bin Reporter. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen über Ihre Veröffentlichungen im Ärzteblatt. Ach so. Was möchten Sie denn wissen? Ist das neu entdeckte Gift ein Heilmittel, Doktor? Natürlich nicht. Ich denke, das habe ich deutlich genug gesagt. Oh ja, deutlich genug für die Mediziner. Aber der Daily Courier hat 5 Millionen Leser, die nicht mal aus einem Rezept schlau werden. Das werden auch manche Ärzte nicht. Tja, tut mir leid. Ich kann Ihnen wirklich nicht mehr sagen. Schade, Doktor. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Macht nichts, macht nichts. Hören Sie, Doktor, ich muss ja nun mal irgendwas über Sie schreiben. Können Sie mir nicht irgendein paar persönliche Dinge verraten? Persönliche Dinge? Ja. Sie haben hier das, was man eine Modepraxis nennt. Filmstars, Diplomaten, Damen der Gesellschaft, genau das, Hören was Sie, die Presse... Ich bin Arzt. Ich bin nicht interessiert an Publicity. Ja, ich weiß, aber vielleicht irgendetwas Harmloses, Ihr Alter oder Ihre Hobbys. Ich habe keine Hobbys, keine Familie und leider auch kein Vermögen. Ja, bitte, Dr. Latimer. Doktor, hier ist Charles. Wer? Charles Kaufmann. Charles! Wie geht's Ihnen denn? Danke, gut. Von wo rufen Sie an? Aus Prestwick. Von wo? Prestwick. Prestwick? Was machen Sie denn in Schottland? Nebel, mein Flugzeug wurde umgeleitet. Sie dürfen eben nicht kommen, wenn die Londoner Waschküche in Betrieb ist. Können Sie für mich um 6 vom Londoner Flughafen meine Schauspielerin abholen? Fanny Felden. Ja, Charles, ich helfe Ihnen gern, aber es ist etwas schwierig. Ich bin nämlich verabredet. Flug Nummer 195 von Berlin. Haben Sie niemand anders in London, der es tun könnte? Zu spät dafür. Na schön, in Gottes Namen, Charles. In Ordnung. Ich opfere mich auf dem Altar der englisch-amerikanischen Beziehung. Ich werde schon schaffen. Irgendwie wird's gehen. Wie war noch der Name? Fanny Felden. Felden. Fanny Felden. Wird alles klappen, Charles. Ich bin morgen in London. Ja. Mich im Claridge. Ja, ich rufe Sie morgen an. Und seien Sie nett zu ihr, sie ist bezaubert. Ja, bis morgen dann. Sagen Sie, Fanny Felden kommt nach London? Ja, kennen Sie sie? Ja, ein deutscher Filmstar, die Frau ist eine Wolke. Aber sie kommt im ungünstigsten Augenblick angeschwemmt. Wieso? Ich habe versprochen, sie um 6 im Kreuden abzuholen und ich habe eine Verabredung. Ich fahre Sie schnell hin, das gibt eine Story. Das wäre furchtbar nett von Ihnen. Macht Ihnen keine Umstände. Ich bitte Sie, ist doch Dienst am Kunden. Also dann. Kommt Miss Felden hierher, um einen Film zu machen? Ja, das nehme ich an. Mein Freund Charles Kaufmann ist Filmmanager. Warum holt er Sie nicht ab? Er kann es nicht. Seine Maschine aus New York ist nach Schottland umgeleitet worden. Ah, so. Ich muss sie ins Claridge bringen, wo sie ihn erwarten soll. Flight number 155 to Dublin. A further announcement concerning the departure of this flight will be made at approximately 2015. Flug Nummer 155 nach Dublin. Eine Bekanntmachung über den Abflug dieser Maschine erfolgt gegen 20.15 Uhr. Können Sie mir helfen? Ich suche Miss Fanny Felden. Sie soll mit dem Flug 195 aus Berlin gekommen sein. Miss Fanny Felden? Ganz recht. Einen Augenblick, Sir. Will Miss Fanny Felden be a passenger on flight 195 from Berlin? Kindly report to the General Inquiry Desk. Miss Fanny Felden! Fanny Felden! BA-Passagier! Flug 195 von Berlin wird gebeten, sich am Auskunftsschalter einzufinden. Ich habe Sie gefunden. Sie sitzt schon im Wagen. Sehr schön. Sind Sie befreundet mit Charles? Charles? Charles Kaufmann. Vielleicht werden wir Freunde. Ich weiß es noch nicht. Nicht sehr überzeugend, wie Sie das sagen. Er hat sehr bedauert, dass es ihm nicht möglich war, Sie abzuholen. Aber er wird morgen hier sein. Ihr Freund hat es mir schon gesagt. Oh, Zigarette. Stört Sie es, wenn ich... Nein, bitte. Danke.
Behalten Sie sie. Es wird nicht die letzte Zigarette sein, die Sie heute rauchen. Sehr liebenswürdig, vielen Dank. Windsor, würden Sie mich bitte am Hyde Park absetzen? Ich werde mir dort ein Taxi nehmen. Okay, Doktor. Sie wollen uns verlassen, Dr. Latimer? Ja, es tut mir sehr leid, aber ich habe eine Verabredung. Mr. Windsor bringt Sie ins Claridge. Es war reizend von Ihnen. Vielen Dank. Gern geschehen. Dankeschön. Verpasst, Howard. Zwei volle Stunden Beethoven. Psst. Ich habe gesagt, entschuldige meine Verspätung. Das habe ich von dir schon oft gehört. Eins hast du aber noch nie gehört. Wenn wir verheiratet sind, wirst du zuhören müssen, wenn ich was sage. Wer hat denn etwas davon gesagt, dass wir heiraten? Na, ich. Was denkst du denn? Psst. Psst. Hallo? Einen Augenblick, bitte. Es ist Dr. Kimber. Ja, Kimber? Entschuldigen Sie die Störung, Latimer. Aber ich habe hier eine Patientin, die ich Ihnen gerne schicken möchte. Eine Mrs. Ambler. Mhm. Und was ist mit ihr los? Verschiedenes. Unter anderem hat sie eine ziemlich bösartige Migräne. Aha. Tja, aber es müsste dann schon heute Abend sein. So gegen sechs. Tja, Mrs. Ambler, ich glaube, mit Ihrer Migräne können wir fertig werden. Dagegen kann man schon etwas machen. Aber diese andere Geschichte... Aber gerade darum geht's mir. Das macht mir am meisten zu schaffen, Dr. Latimer. War es eine Halluzination? Also, Sie sagen, Sie befanden sich in der Hempstead-Heide. Aber ja, Doktor, ich hab's Ihnen doch erzählt. Ich bin durch die Heide gelaufen und plötzlich bin ich über einen toten Mann gestolpert. Sein Gesicht war blutverschmiert. Er lag in einer Blutlache. Und neben ihm ein Kerzenhalter, ein schwerer Messingleuchter. Natürlich habe ich einen furchtbaren Schreck gekriegt. Ich bin davon gerannt und habe den ersten Besten angehalten, den ich sah. Es war ein Mann, aber als wir zurückgingen, war die Leiche verschwunden. Ich sage Ihnen, spurlos verschwunden. Und das Blut? Kein Blut mehr. Kein Kerzenhalter. Kann das eine Halluzination gewesen sein? Könnten Sie... den Toten näher beschreiben, Mrs. Ambler? Ja, natürlich. Er war etwa 40, dunkel und sah sehr gut aus. Und er hatte einen Schnitt hier am Mund. Und dieser Leuchter? Er war aus Messing mit einem aufgeschraubten Oberteil und einem sehr schweren viereckigen Fuß. Aha. Haben Sie so einen vorher schon mal gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Genau so einen noch nie. Sagen Sie, Mrs. Ambler, wäre es möglich, dass die Leiche weggeschleppt worden ist, während Sie Hilfe holten? Nein, das glaube ich nicht. Ich war ja nur 3 oder 4 Minuten fort. Nein, bestimmt nicht. Aber Sie sind sicher, eine Leiche gesehen zu haben. Aber ja. Ich bin ganz sicher. Ich glaube, Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen. Auf jeden Fall werde ich aber mit einem befreundeten Psychiater darüber sprechen. Dann werden wir uns noch mal wiedersehen. Ich schlage vor, in der nächsten Woche. Ja? Stimmt. Danke, Sir. Thank you.
Tja, ich glaube, ich sehe einigermaßen klar. Ich danke Ihnen, Doktor. Ich bedauere sehr, dass ich Ihnen nicht mehr helfen kann, Inspektor. Wieso? Sie waren eine wertvolle Hilfe für mich. Wie ist sie nur hierher gekommen? Das begreife ich einfach nicht. Vielleicht zu Fuß. Es ist nicht weit vom Claridge. Nein, nein, so meine ich es nicht. Ich meine, was hatte sie in meiner Wohnung zu suchen? Ich habe die Frau gestern das erste Mal gesehen. Ja. Mr. Windsor war bei Ihnen, um Sie zu interviewen. Und dann fuhr er Sie zum Flughafen hinaus, wo Sie auf Wunsch von Mr. Kaufmann Miss Felden abholen sollten. So war es doch. Ja, so war's. Übrigens haben Sie ihn schon gesprochen, Ihren Freund Kaufmann. Nein, nein, er hat nicht angerufen und ich habe heute ziemlich viel um die Ohren gehabt. Ja, Sergeant? Ich bin im Claridge gewesen. Kein Mensch kennt da Miss Felden. Und Mr. Kaufmann. Sie sagen, Dr. Latimer kam etwa um 20.30 Uhr in das Konzert. Ja. Und er gab Ihnen zu verstehen, dass er in der Klinik aufgehalten worden sei? Ja. Entweder in seiner Klinik oder im Krankenhaus. Ich weiß nicht wo. Ist es für Dr. Latimer ungewöhnlich, zu einer Verabredung zu spät zu kommen? Nein, leider nicht. Er lässt mich oft warten. Um ehrlich zu sein, es hat deswegen schon oft geknistert. Das kann ich mir vorstellen. Und er hat Ihnen von Miss Felden kein Wort gesagt? Nein, kein Wort. Glauben Sie, er hat sonst mit irgendwem über Sie gesprochen? Das möchte ich bezweifeln. Wenn, dann allenfalls mit Kent Palmer. Mr. Palmer? Ja. Mein Name ist Dane, Inspektor Dane. Ich bearbeite den Mordfall Fanny Felden. Ich möchte Sie bitten, mir dazu einige Fragen zu beantworten. Bitte sehr, kommen Sie rein. Danke. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Nein, danke. Mr. Palmer, mich interessiert eins. Als Sie mit Dr. Latimer am Donnerstag nach dem Konzert zusammen gewesen sind, hat er Ihnen da irgendetwas von Miss Fanny Felden gesagt? Nein, kein Wort. Er ist erst nach der Pause gekommen. Oder auch kurz vorher. Jedenfalls ziemlich spät. Nein, danke. Und Sie nahmen an, er wurde in der Klinik aufgehalten? Ich nahm überhaupt nichts an, weil es mich nichts anging. Ja, wenn ich recht unterrichtet bin, kennen Sie Dr. Latimer schon ziemlich lange. Ja, wir sind seit Jahren befreundet. Wir haben zusammen Medizin studiert. Ich habe es nicht durchgestanden. Halten Sie Latimer für eine Art Casanova? Howard? Das ist das Letzte, was Sie ihm nachsagen dürfen, Inspektor. Übrigens habe ich eben einen Zeitungsbericht über den Mord gelesen. Danach hat der Täter eine Waffe benutzt, die die Sachverständigen als stumpfen Gegenstand bezeichnen. Ja, das stimmt. Was war es denn, Inspektor? Was meinen Sie, wie gern wir das auch wissen möchten? Ich versuche nur, Tatsachen aneinander zu reihen. Das ist in diesem Falle nicht gerade einfach. Sie haben gesagt, dass Ihr Freund Kaufmann Sie aus Schottland angerufen hat. Ja. Das kann er nicht getan haben, denn er ist in New York, im Waldorf Astoria, schon seit über einer Woche. In New York? Aber das ist doch unmöglich. Dr. Littimer, ich habe heute Morgen Miss Laura James gesprochen. Sie bestätigt, dass Sie zu spät ins Konzert gekommen sind, aber sie sagt, Sie hätten es mit beruflichen Pflichten entschuldigt. Nein, nein, das ist nicht wahr. Sie irrt sich. Sie brauchen ja schließlich nur Mr. Windsor zu vernehmen. Nicht schlecht, aber dazu müssten wir Mr. Windsor erst einmal haben, Sir. Wie meinen Sie das? Ich war nicht nur beim Daily Courier, sondern habe das ganze Zeitungsviertel abgeklappert. Niemand kennt diesen Herrn. Niemand kennt Windsor? Noch ein interessanter Punkt, Doktor. Miss Feldens Notizbuch. Sie hatte mit Ihnen für heute Nachmittag eine Verabredung getroffen, um 3.30 Uhr. Was? Hier steht es. Dr. Latimer, Mayfair Clinic, Harley Street, 3.30 Uhr. Das begreife ich nicht. Wir haben uns bestimmt nicht verabredet. Offenbar doch, in Ihrem Buch steht's auch. Das ist nicht meine Handschrift. Schwester, kommen Sie gleich mal zu mir. Schwester, hier im Buch steht ein Termin für heute Nachmittag 3.30 Uhr. Was ist damit? Ich weiß nichts davon. Ist das nicht Ihre Handschrift? Nein, Sir. Kennen Sie sie? Nein, es ist nicht meine und es ist nicht Dr. Latimers. Und nur wir notieren die Termine, sonst niemand. Wenn Sie nichts dagegen haben, Doktor, möchte ich das mal mitnehmen. Sie kriegen es heute Nachmittag wieder zurück. Danke, Schwester. Ich finde schon raus. Ich komme noch mal auf Sie zurück, Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you.
Wir haben die Mordwaffe gefunden, Sir. Nichts zu machen, Doktor. Es meldet sich niemand. Ah, gut, Schwester. Ich fahre zu Mr. Harper. Versuchen Sie es in 10 Minuten noch mal bei Miss James. Ja, Doktor. Dr. Latimer, wir sind einen Schritt weiter. Sie fahren einen grauen Daimler. Der Wagen hat die Nummer SGF 868. Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt. Sergeant, zeigen Sie Dr. Latimer, was Sie in dem Wagen gefunden haben. Aber das ist ja gespenstisch. Mrs. Ambler hat mir von seinem Leuchter erzählt. Kerzenhalter nannte sie ihn zuerst. Mrs. Ambler? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann mir nur denken, dass Dr. Latimer mich mit irgendjemand verwechselt. Aber Sie sind bei ihm gewesen, Mrs. Ambler. Ja, natürlich. Mein Hausarzt, Dr. Kimber, hat mich zu ihm geschickt. Warum? Ja, ich habe wieder sehr unter meiner Migräne zu leiden. Und er glaubte, Dr. Latimer könnte mir vielleicht helfen. Und Sie haben Latimer nichts gesagt von einem Messingkerzenhalter und irgendwelchen Halluzinationen? Ich bitte Sie, Inspektor. Vielleicht fragen Sie mal Dr. Latimer, ob er nicht an Halluzinationen leidet. Vielen Dank, Mrs. Ambler. Sie haben uns mit Ihrer Auskunft sehr geholfen. Ja, Inspektor, ich kann Mrs. Amblers Angaben nur bestätigen. Von irgendwelchen Halluzinationen ist mir nichts bekannt. Aber sie ist doch Ihre Patientin. Gewiss, und ich habe sie auch zu Dr. Latimer geschickt. Warum? Hat Ihnen Mrs. Ambler das nicht gesagt? Ja, aber ich möchte es von Ihnen hören, Doktor. Mrs. Ambler leidet an chronischen Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Ich wollte einen Kollegen hinzuziehen. Das verstehe ich. Und Sie hat niemals etwas geäußert von einem Messingkerzenhalter oder irgendwelchen Halluzinationen? Aber nein, bestimmt nicht. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Inspektor. Latimer? Hier ist Dr. Kimber. Hören Sie, Latimer, was ist eigentlich los? Eben war jemand von Scotland Yard bei mir und hat mich dummes Zeug über Mrs. Ambler gefragt. Wissen Sie noch nicht, was passiert ist? Eine gewisse Fanny Felden ist ermordet worden. Sie wurde in meiner Wohnung gefunden. Ermordet? Aber was hat das mit mir zu tun und mit Mrs. Ambler? Man hat sie mit einem Messingleuchter erschlagen. Und da Mrs. Ambler mir vorher etwas erzählt hatte von einem... Um Himmels Willen, was hat Mrs. Ambler mit einem Messingleuchter zu tun? Aber sie hat Ihnen doch sicher auch erzählt von Ihren Halluzinationen, von dem toten Mann. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie reden, Latimer. Mrs. Ambler ist bei mir in Behandlung, weil sie chronische Kopfschmerzen hat. Meine Therapie hat ihr nicht geholfen, also habe ich sie zu einem Spezialisten geschickt. Eine ganz einfache Sache. Haben Sie das dem Inspektor gesagt? Was sollte ich ihm sonst sagen? Entschuldigen Sie, Doktor, die Oberschwester möchte Sie sprechen. Ich muss weg, Schwester. Ich weiß noch nicht, wann ich wiederkomme. Ja, aber... Howard, du kannst meinen Wagen gern nehmen, aber willst du mir nicht sagen, wohin du fährst? Versteh mich, Laura. Ich muss ein paar Tage hier weg. Ich rufe dich an. Was ist denn wirklich passiert an dem Abend? Wer war diese Fanny Felden? War es eine Freundin von dir? Ich habe dir gesagt, dass sie eine Schauspielerin war, die sich mit Charles Kaufmann treffen wollte. Und die Polizei glaubt, dass du sie ermordet hast? Ja. Hast du es getan? Ach, Laura, stell nicht so alberne Fragen. Hattest du... Nein, ich hatte nicht. Ich hatte gar keine Zeit. Du machst einen Fehler, wenn du wegläufst, Howard. Wenn du unschuldig bist, hast du doch nichts zu befürchten. Du irrst dich, wenn du glaubst, ich habe nichts zu befürchten. Du irrst dich sogar sehr. Die Dinge wachsen mir über den Kopf und ich muss einmal in Ruhe über alles nachdenken. Ist gut, Howard. Du musst selber wissen, was du zu tun hast. James, so sieht man sich wieder. Ist Dr. Latimer da?
Nein, ich weiß nicht, wo er ist. Aber Sie haben ihn gesprochen. Ja, er war hier. So, Ihr Verlobter ist uns also entwischt. Tja, offenbar. Das heißt also, er ist entweder sehr dumm oder sehr verzweifelt. Na und? Wenn er sich nur als Dummheit verdrückt hat, können wir ihm vielleicht helfen. Aber wir können ihm nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wo er ist. Ich verstehe, was Sie meinen, Inspektor. Ein kleiner Hinweis. Wie wär's denn mit Sunningdale? Sunningdale? Er ist ein leidenschaftlicher Golfspieler. Danke, Miss James. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass er jetzt Golf spielt. Ach, zum Teufel, warum gelingt mir das nie auf dem Golfplatz? Sag mal, Ken, falle ich dir wirklich nicht zur Last? Unsinn, Howard, bleib so lange du willst. Aber was wird aus deiner Praxis, wenn du dich hier bei mir verkriegst? Was wird aus meiner Praxis, wenn sie mich unter Mordanklage stellen? Du liest so viel Kriminalromane. Ah, sowas macht die Polizei nicht mit einem braven Bürger. Außerdem bist du Internist und nicht Chirurg. Ich habe dir die Geschichte erzählt. Glaubst du mir? Natürlich glaube ich dir. Würdest du mir auch glauben, wenn du den Fall zu untersuchen hättest? Tja. Tja, na bitte. Solange ich der Polizei nicht beweisen kann, dass meine Geschichte wahr ist, sitze ich in der Tinte. Und zwar bis über beide Ohren. Ich bin keine Leuchte, aber ich habe einen gesunden Menschenverstand. Ich glaube, du kannst deine Unschuld nicht beweisen, indem du ausrückst. Ich bin nicht ausgerückt. Natürlich bist du's. Also schön, ich bin ausgerückt. Aber ich muss mir in Ruhe über meinen Fall klar werden. Das kann ich nicht, wenn ich feststellen soll, was anderen Leuten wehtut. Ich habe so das Gefühl, die Schlüsselfigur dabei ist dieser Reporter Windsor. Aber die Polizei glaubt nicht, dass er existiert. Das ist schon schlechter. Ja, ich muss weg, ich habe leider fest zugesagt. Trink nicht zu viel. Nicht mehr als reingeht. Also, Howard, dass du mir ja nicht auf die Idee kommst, du störst mich. Im Gegenteil. Wir sprechen noch mal in aller Ruhe über den Fall. Okay. Den Schlüssel hast du ja. Ja, zum Einschließen meinst du. Die Ecke hier ist ja bekannt, bedien dich. Ja, danke. Kenny, wenn dir jemand über den Weg läuft, der mich kennt, sag ihm nicht, dass ich bei dir bin. Sei unbesorgt, Howard. So blöd bin ich nun auch wieder nicht. Viel Spaß. Danke, bye bye. Guten Abend. Ich hoffe, ich bin bei Ihnen an der richtigen Adresse. Das ist doch Helicord 230. Ja, aber Mr. Palmer ist augenblicklich nicht zu Hause. Oh, Sie sind Dr. Latimer? Ja. Dachte ich's doch. Kennen wir uns von irgendwo? Ich halte es für ziemlich ausgeschlossen. Aber würden Sie mir trotzdem erlauben, einen Augenblick näher zu treten, Dr. Latimer? Ja, ich fürchte nur, Mr. Palmer wird sehr spät. Ich bin auch nicht hier, um Mr. Palmer zu besuchen. Nein. Nein, ich bin Ihretwegen hier. Gestatten Sie bitte. Danke. Was bedeutet das, Sie sind meinetwegen hier? Ich glaube, das ist doch eine ziemlich klare Feststellung, die keiner Erklärung mehr bedarf. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Irgendjemand hat es mir gesagt. Wer? Das ist durchaus unwichtig. Nicht für mich. Ein seltsames Gebilde. Dr. Latimer, heute Abend bringen die Zeitungen ein Foto von Ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben. Es ist nicht gerade schmeichelhaft. Wer sind Sie? Mein Name ist Brady, Robert Brady. Ich bin ein Freund von Ihnen. Sie sind mir völlig unbekannt. Ich bin ein sehr guter Freund von Ihnen, Dr. Latimer. Sind Sie von Scotland Yard? Oh, nicht doch. Sehe ich aus wie einer von Scotland Yard? Nein. Das beruhigt mich sehr. Ihr Freund hat einen merkwürdigen Geschmack, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, Sie werden einiges ändern müssen, wenn Sie hier noch länger bleiben wollen. Was wollen Sie? Ich besitze eine Fotografie von Ihnen, Dr. Latimer. Aber sie ist wesentlich besser als die in den Abendzeitungen. Ein Foto von mir? Ja, aufgenommen am Flughafen. Wann? Gerade in dem Augenblick, als Sie in Mr. Windsors Wagen einstiegen. Wollen Sie mal sehen? Wozu haben Sie diese Aufnahme gemacht? Ich hatte das merkwürdige Gefühl, sie könnte von Bedeutung sein. Und Sie sehen, das Foto beweist unter anderem, dass Mr. Geoffrey Windsor existiert. Wollen Sie versuchen, mich zu erpressen, Mr. Brady? Oh, besteht diese Möglichkeit? Sind Sie vermögend, Doktor? Nein, bedauere. Warum sollte ich dann versuchen, Sie zu erpressen? Nehmen Sie es mir nicht übel, Sie sind ein schlechter Menschenkenner. Erst halten Sie mich für einen Mann von Scotland Yard und dann für einen Erpresser. Dabei habe ich Ihnen von Anfang an gesagt, ich bin Ihr Freund. Wenn Sie mein Freund wären, würden Sie mir das Foto geben? Ich habe durchaus die Absicht, Ihnen das Foto zu geben. Unter einer Bedingung. Also gut, Mr. Brady. Was wollen Sie? Darf ich Ihnen zunächst ein paar Fragen stellen? Bitte. Hat Miss Felden, Mr. Windsor, auf dem Flughafen irgendetwas gegeben? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht, als ich dabei war. Was hatte Miss Felden an Handgepäck bei sich? Eine Handtasche und ein flaches braunes Päckchen. Haben Sie eine Ahnung, was in dem Päckchen drin war? Es könnte eine Schallplatte gewesen sein. Geben Sie mir jetzt das Foto. Moment, nur eine Frage noch. Hat Miss Felden vielleicht Ihnen etwas gegeben? Aber nein, wir waren uns völlig fremd. Mhm.
Moment mal, doch. Sie hat mir etwas gegeben, ein Streichholzheftchen. Wann? Im Wagen, mein Feuerzeug ging nicht. Und haben Sie noch dieses Streichholzheftchen? Ja, im anderen Anzug, in meiner Wohnung. Dr. Latimer, bringen Sie mir diese Streichhölzer und ich gebe Ihnen das Foto. Ich kann nicht in meine Wohnung. Die Polizei würde mich sofort... Na bitte, wie Sie wollen. Gut, Mr. Brady. Sie bekommen die Streichhölzer und ich bekomme von Ihnen das Foto. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Also gut. Jetzt runter. Guten Abend, Dr. Latimer. Guten Abend, Inspektor. Wo ist Brady? Brady? Wer ist Brady?
Gleich nachdem du weg warst, kam ein gewisser Brady zu mir. Er wollte, er bat mich, ihm etwas zu besorgen. Ich habe hier keinen Brady gesehen. Wie lange bist du schon wieder hier? Ungefähr eine halbe Stunde. Der Inspektor stand vor der Tür. Und Brady war nicht mehr hier? Nein, niemand war hier. Wer ist denn dein komischer Freund Brady? Das möchte ich selber gern wissen. Woher wusste er, dass du hier bist? Keine Ahnung. Woher wissen Sie es, Inspektor? Es gehört zu meinem Beruf, sowas zu wissen, Doktor. Es war sehr dumm von Ihnen, sich zu verdrücken. Glauben Sie mir meine Geschichte von Jeffrey Windsor, vom Flughafen und von Miss Felden? Ja. Ach. Ja. Eine Schwester aus der Mayfair-Klinik hat Sie zufällig am Flughafen gesehen. Sie hat gesagt, Sie wären dort mit einem Mann weggefahren. Gepriesen sei die Mayfair-Klinik. Aber es bleiben noch immer einige mysteriöse Punkte. Und welche? Die Ermordete wurde in ihrer Wohnung gefunden und ihr Name stand in ihrem Terminkalender. Und dann ist da noch dieser Telefonanruf, mit dem die Geschichte angefangen hat. Wir wissen mit Sicherheit, dass Kaufmann sie nicht angerufen hat. Er ist noch immer in New York. Meinen Sie? Ich glaube, ich habe eine Neuigkeit, Inspektor. Charles Kaufmann ist nicht in New York. Er hat mich vor einer Stunde angerufen. Kaufmann? Ja, Ken, darf ich? Bitte. Du warst kaum weg, da kam dieser komische Brady. Er bot mir ein Foto an von Jeffrey Windsor und mir auf dem Flughafen. Im Austausch gegen ein Streichholzheftchen. Was? Ja. Miss Felden hat es mir gegeben, weil mein Feuerzeug streikte. Es war im anderen Anzug und deshalb fuhr ich in meine Wohnung, um es zu holen. Kaum war ich da, klingelte das Telefon. Es war Charles Kaufmann. Ich fragte ihn gerade, wo er wohnt und bums, bekam ich eins über den Schädel. Als ich wieder zu mir kam, lag ich am Boden und die Streichhölzer waren weg. Haben Sie sich die Streichhölzer vorher mal angesehen? Es war ein gewöhnliches Streichholzheftchen. Mit einem deutschen Aufdruck, der Kerzen... Kerzenhalter? Ja, richtig. Aha. Können Sie sich darunter was vorstellen? Ein Leuchter. Vielleicht aus Messing. Sie können uns wohl nicht zu dem oberen Teil des Leuchters verhelfen, den wir in Ihrem Wagen gefunden haben. Ah, lassen Sie sich was Neues einfallen, das haben Sie mich schon mal gefragt. Oh, das hatte ich vergessen. Können Sie mir noch mal verzeihen, Dr. Latimer? Haben Sie vielen Dank für den Whisky, Mr. Palmer. Bitte, bitte, Inspektor. Gute Nacht, Doktor. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Palmer. Gute Nacht, Inspektor. Weißt du, ich habe bei diesem Kerl ein unangenehmes Gefühl. Ach was, wieso? Naja, er stand draußen vor der Tür, als ich zurückkam und sagte, er wollte dich sprechen. Ich wollte ihm vorschwindeln, ich hätte dich nicht gesehen. Und ich dachte, er würde mir nun alle möglichen Fragen stellen. Über dich, den Mord, Charles Kaufmann, aber machte das Maul nicht auf, saß da wie ein Ölgötze. Plötzlich fing er an, mir einen Vortrag über sein Hobby zu halten, Vogelbeobachtung. Darüber würde ich gern stundenlang mit ihm reden. Ken, ich halte es jetzt nicht mehr für nötig, über Nacht bei dir zu bleiben. Ich fahre wieder in meine Wohnung. Ach, du wirst nicht nur über Nacht hier bleiben, Howard, du wirst dir auch morgen noch frei nehmen. Wozu denn noch? Na, es wird dir gut tun, den ganzen Quatsch mal 24 Stunden zu vergessen. Morgen früh um 10 zeigst du, was du kannst. Ich kann vor Lachen nicht. Haben Sie gut gefrühstückt, Sir? Dreimal Ham and Eggs und einen doppelten Whisky. Naja, den ganzen Tag im Zimmer trainieren. Wer so viel Glück hat, Ken muss einen ausgeben. Was heißt einen? Zwei muss er ausgeben. Bitte sehr, Sir. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich ziehe mir nur andere Schuhe an. Ich komme gleich nach. Gut, Laura. Entschuldigt, es hat ein bisschen lang gedauert, ich kriegte den Sand nicht aus den Ohren. Einen ganz schnellen Schluck auf das junge Glück. Prost. Der Bräutigam landet bei Scotland Yard statt auf dem Standesamt. Hätte ich nie von dir gedacht. Vergiss deine Schläger nicht im Kofferraum. Du trinkst doch eine Tasse Tee mit uns, Kenny. Ja, furchtbar gern, wenn ich euch nicht störe. Ha, red nicht so dummes Zeug. Das kann man doch nicht wissen. Danke. Dieser Sand ist entsetzlich. Hast du vielleicht etwas Talkumpuder da? Ja, im Badezimmer. Ich werde mich beim Vorstand darüber beschweren. Es ist nicht der übliche Sand, glaub mir. Ich habe ein Gefühl dafür.
Danke. Soll ich dir ein Hemd leihen, Kenny? Ja, Howard, das ist eine gute Idee. Bitte, bedien dich. Danke. Dr. Latimer, ich muss Sie dringend sprechen. Bitte sehr, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Kommen Sie herein. Miss James, Mrs. Ambler. Guten Tag. Was Sie mir auch zu sagen haben, Miss James, kann es... Es ist vertraulich, Doktor. Es wäre mir doch lieber... Das glaube ich Ihnen, aber mir ist es lieber, wenn ich einen Zeugen habe. Ich bin nicht hergekommen, um von Ihnen beleidigt zu werden. Weshalb sind Sie hergekommen? Ich bin hergekommen, um Sie zu warnen. Gehen Sie ins Ausland, bevor es zu spät ist. Sie haben doch Inspektor Dane belogen, nicht wahr? Als Sie ihm sagten, ja, Sie hätten... Ja, meine ganze Geschichte war erlogen. Aber Sie sind bei Dr. Kimber gewesen. Ich bin niemals bei Dr. Kimber gewesen. Was? Es tut mir leid, was ich getan habe, Dr. Latimer. Es tut mir schrecklich leid. Aber ich kann es nicht mehr ungeschehen machen. Warum gehen Sie nicht zur Polizei und erzählen dort Ihre Geschichte? Meinen Sie, dass das eine Lösung wäre? Bilden Sie sich ein, dass man mir glauben würde? Man würde annehmen, Dr. Latimer hätte mich beeinflusst. Wenn es nicht Dr. Kimber war, der Sie zu Dr. Latimer geschickt hat, wer war es dann? Tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beantworten. Sie sagen, Sie sind nie bei Dr. Kimber gewesen? Ich habe ihn nicht ein einziges Mal gesehen. Aber gesprochen, vielleicht am Telefon. Ja, vor langer Zeit einmal. Ich fahre morgen in die Schweiz. Ich werde Ihnen also keine Unannehmlichkeiten mehr bereiten. Aber verzeihen Sie mir bitte, Doktor. Hallo? Kann ich bitte Dr. Kimber sprechen? Es ist dringend. Wo? Im Westbrompton. Danke. Kimber ist bis 5 Uhr im Westbrompton Krankenhaus. Ah, fühle ich mich wohl. Ein ganz anderer Mensch bin ich. Kein Sand mehr im Getriebe. Ist was passiert? Kenny, tust du mir einen Gefallen? Könntest du mich gleich mal zum Westbrompton Krankenhaus fahren? Na, natürlich, wenn es wichtig ist. Sehr wichtig sogar. Komm. Fahr selbst, Howard. Setz mich unterwegs ab und bring mir den Wagen später zurück. Danke, Kenny. Nett von dir. Ich bitte Sie, ist wirklich kein Grund zur Beunruhigung. Ich hatte in meiner Praxis schon oft diesen Fall. Kimber, ich muss unbedingt mit Ihnen über Mrs. Ambler sprechen. Die Geschichte wird immer merkwürdiger. Lieber Latimer, da haben Sie sich den ungünstigsten Augenblick ausgesucht. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Auf jeden Fall liegt es auf der Hand, dass die Frau lügt. Ist Mrs. Ambler bei Ihnen gewesen oder nicht? Natürlich war sie bei mir. Ich habe sie untersucht. Glauben Sie, ich schicke Ihnen eine Patientin, die ich nie gesehen habe? Das ist für mich eine verdammt unangenehme Geschichte. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich hoffe, zu Ihrem Geburtstag ist sie wieder zu Hause. Stimmt. Kann ich Sie irgendwo hinfahren? Danke, ich habe meinen eigenen Wagen. Kennen Sie Miss James Kimber? Wieso? Nein. Laura, das ist Dr. Kimber. Guten Tag, Doktor. Bitte entschuldigen Sie mich, Miss James. Ich hab's eilig. Das läuft schließlich darauf hinaus, dass du Mrs. Ambler mehr glaubst als meinem Kollegen Dr. Kimber. Ja, natürlich. Ich weiß, Mrs. Ambler hat dich damals beschwindelt, aber ich glaube, heute Nachmittag ist sie ehrlich gewesen. Ja, ich bin sogar davon überzeugt. Ich bin durchaus anderer Meinung. Ich kenne Kimber jahrelang. Liebling, was hat das damit zu tun? Ich war jahrelang bei einem Zahnarzt und dann wurde er verhaftet wegen Bigamie. Ich mag Kimber nicht, er ist mir zu glatzzüngig. Er hat keine drei Worte mit dir gesprochen. Du hast auch kaum drei Worte mit mir gesprochen, als wir uns kennenlernten, aber bei dir hatte ich nie das Gefühl. Kennst du ihn schon von früher? Wen, Kimber? Ja. Aber nein, wieso? Kommst du noch auf einen Whisky mit zu Kenny? Nein. Bring mich bitte nach Hause. Hallo? Sind Sie es, Howard? Ja, wer ist da? Hier ist Charles Kaufmann. Charles? Ja, Charles Kaufmann. Was ist denn gestern Abend los gewesen? Sie waren auf einmal weg. Charles, wo sind Sie jetzt? Von wo sprechen Sie? Ich bin im Claridge. Hören Sie, Howard. Ist bei Ihnen etwas in Unordnung? Ja, ich muss Sie sprechen. Schön, wollen wir am Donnerstag zusammen Mittagessen? Nein, Charles, das ist viel zu spät. Ich muss Sie heute noch sprechen. Möglichst gleich. Gut, kommen Sie her. Ich warte in der Bar auf Sie. Nein, das geht nicht. Ich kann die Wohnung nicht verlassen. Ja, was können wir da machen, Howard?
Nehmen Sie sich ein Taxi und kommen Sie gleich zu mir. In Ihre Wohnung? Ja, aber Charles, kommen Sie gleich. Es ist wichtig. Bitte. Okay, ich komme. Inspektor Dane. Hier, Latimer. Können Sie sofort in meine Wohnung kommen, Inspektor? Ist was passiert? Nein, ich will Sie mit einem Herrn bekannt machen. Mit wem denn? Mit Charles Kaufmann. Er ist in 15 Minuten bei mir. Tja. Das sind aber ungewöhnlich lange 15 Minuten. Er hatte mir versprochen, sofort hierher zu kommen. Den Anruf können Sie sich sparen, Doktor. Wie meinen Sie das? Ihr Freund Kaufmann wohnt nicht im Claridge. Natürlich wohnt er im Claridge. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mir nicht glauben? Sie glauben mir nicht, dass er mich angerufen hat? Sie haben eine merkwürdige Art, mir etwas in den Mund zu legen. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn nicht glaube. Ich habe gesagt, er ist nicht im Claridge. Und ich sage Ihnen, dass er mich vom Claridge aus angerufen hat. Er wollte sofort hierher kommen. Warum ist er nicht gekommen? Du meine Güte, ich weiß es nicht. Aber ich weiß es, weil Charles Kaufmann in New York ist. Dr. Latimer, ich habe Sie schon ein paar Mal gefragt, ob Sie eine Ahnung haben, wo der obere Teil des Messingleuchters und ist. Und ich habe Ihnen schon ein paar Mal gesagt, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wenn ich Sie um die Erlaubnis bitten würde, Ihre Wohnung zu durchsuchen, würden Sie es gestatten? Oh, bitte sehr, Inspektor, reißen Sie die Dielen auf. Wissen Sie, das ist mir zu anstrengend. Aber vielleicht gestatten Sie mir einen Blick in Ihre Golftasche. In meine Golftasche? Ja. Ich muss schon sagen, Ihr Golfspieler schleppt ein merkwürdiges Gepäck mit euch herum. Ich weiß nicht, was an einer Golfausrüstung merkwürdig ist. Es kommt darauf an, was man alles zu einer Golfausrüstung rechnet. Nicht wahr, Sir? Sehen Sie mal nach oben. Appetit gut? Ja, doch. Mhm. Bis morgen. Ah, Schwester, ich dachte, Sie wären schon weg. Ich muss noch den Bericht für Simpson fertig machen. Lassen Sie derzeit bis morgen. Liegt sonst noch etwas vor? Dr. Helen hat angerufen. Er hat gesagt, er schlägt für Mrs. Carter eine Intromycin-Behandlung vor. Ja, ich weiß, ich habe mit ihm gesprochen. Und dann hat vor 10 Minuten Mr. Palmer angerufen. Er hat heute Abend ein paar Freunde bei sich und lässt sie bitten, gegen 7:30 zu ihm zu kommen. Sie haben ihm hoffentlich gesagt, ich habe viel zu tun. Ja, aber er hat gesagt, sagen Sie dem Doktor, es ist mir egal, wie viel er zu tun hat. Ich brauche meinen Hausschlüssel. Ach, du liebe Zeit, ich habe ganz vergessen, dass ich seinen Schlüssel noch habe. Haben Sie noch etwas für mich, Doktor? Nein, danke, Schwester, das ist alles. Übrigens, hat Inspektor Dane heute Nachmittag nicht angerufen? Nein, Doktor, niemand von Scotland Yard. Ja, die werden doch nicht alle krank sein. Was glauben Sie, wie lange sie tot ist, Doktor? Ich würde sagen, schon ein paar Stunden. Hm.
Ich weiß, was Sie denken, Inspektor, aber Sie irren sich. Ich denke an ein Telefongespräch. Das verstehe ich nicht. Vor 20 Minuten hat mich ein Mann angerufen und gefragt, ob es mich interessiert, dass Mrs. Embler einen Unfall gehabt hat. Als ich bejahte, gab er mir diese Adresse hier. Wer war der Mann? Ich weiß es nicht. Bevor ich ihn fragen konnte, hing er ein. Sie waren es nicht zufällig, Doktor? Nein, ich war es nicht. War nur eine Frage. Ist ja naheliegend, die Polizei zu rufen, wenn man eine Leiche findet. Was ist denn hier eigentlich los? Das wird hier gespielt. Da draußen ist der halbe Scotland Yard versammelt. Entschuldigung, Sir. Wir konnten nichts machen. Er wollte unbedingt rein. Und ob ich rein wollte, Sie Blindgänger. Schließlich wohne ich ja hier. Ist gut, Sergeant. Wollen Sie die Güte haben, mir endlich zu erklären, was hier eigentlich vor... Wer ist das? Wissen Sie es nicht, Sir? Nein. Ich habe diese Frau noch niemals gesehen. Ist sie tot? Ja. Was wollte sie hier? Wie kommt sie in meine Wohnung? Ich habe gehofft, das könnten Sie uns sagen, Sir. Ich weiß nicht, wie sie hierher kommt. Ich weiß ja nicht mal, wer sie ist. Wer ist sie? Ihr Name ist Embler. Mrs. Embler. Ich habe diesen Namen niemals gehört. Was wollte die Frau hier? Haben Sie sie vielleicht zu einem Drink eingeladen, Sir? Mein Gott, ich habe Ihnen doch... Was erzählen Sie da von einem Drink? Wie mir Dr. Latimer berichtet hat, haben Sie für heute Abend einige Freunde zu sich eingeladen. Was? Kenny, du hast mir doch durch Schwester Kay bestellen lassen, ich soll zu einer Party kommen und deinen Schlüssel mitbringen. Ich? Ja. Tut mir leid, Howard, da komme ich nicht mehr mit. Ich habe nicht telefoniert und ich habe niemand eingeladen. Ich bin im Kino gewesen seit 4 Uhr. Danke, Sir. Dr. Latimer, mir scheint es angebracht, dass Sie mich zur Inspektion begleiten. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Trotzdem muss ich darauf bestehen, dass Sie mit mir kommen. Zu welcher Inspektion bringen Sie mich? Inspektion? Oh, Sie werden doch meine Kollegen nicht zu spät am Abend belästigen wollen. Aber Sie haben doch gesagt, ach, was, ich habe viel wichtigere Dinge zu tun. Besuchen Sie mich mal irgendwann in meinem Büro. Ja, bitte, wann ist es Ihnen recht? Ich rufe Sie in der Klinik an. Wir stimmen das mit Ihren Terminen ab. Sergeant, bevor wir zur Inspektion fahren, setzen wir Dr. Latimer an der Knightsbridge ab. Ja, Sir. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, der Doktor kommt gerade. Bitte einen Moment. Wer ist es? Ich glaube, es ist der Inspektor. Ah. Sagen Sie Mrs. Denby, dass die Operation gut verlaufen ist. Kein Grund zur Besorgnis. Ja, Doktor. Die Oberschwester soll Mr. Brown ein Beruhigungsmittel geben. Ja, Doktor. Und mir geben Sie auch eins. Inspektor? Ja, hier ist Dr. Latimer. Guten Morgen, Dr. Latimer. Ich bin's. Wer? Erkennen Sie meine Stimme nicht, Doktor? Ist Jeffrey Winzer. Winzer? Ja. Aber jetzt legen Sie nicht gleich auf. Ich habe Ihnen was zu sagen. Was wollen Sie, Winzer? Ich möchte mich mit Ihnen treffen, Doktor. Wenn möglich noch heute Nachmittag. Gut. Kommen Sie heute Nachmittag zu mir in die Klinik. Nein, nicht doch. Wir werden uns am freundlichen Ufer der Themse treffen. Kleopatra-Fähre. Um 3. Und lassen Sie ja die Polizei aus dem Spiel. Es handelt sich um Miss James. Was soll das heißen? Winzer! Winzer! Geben Sie was für die Kunst, Mister. Danke. Hier gibt's die Karten für die nächste Rundfahrt, meine Damen und Herren. Abfahrt pünktlich in 10 Minuten. Versäumen Sie nicht die unvergessliche Fahrt zur Tower Bridge. Lösen Sie eine Karte und fahren Sie mit. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Nur hier bekommen Sie die Karten für eine unvergessliche Fahrt auf der schönen Themse. Versäumen Sie nicht dieses einzigartige Erlebnis. Thank you.
Hotel, das sind wir doch neulich gewesen. Ja. Haben Sie die Fahrt schon mal gemacht? Was wollen Sie? Wissen Sie, wer in London lebt, kommt nie auf die Idee, so etwas zu machen. Deshalb habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz hübsch, wenn wir... Was wollen Sie? Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, 4.000 Pfund. Ist das Ihr Ernst? Mein heiliger Ernst. Warum sollte ich Ihnen 4.000 Pfund geben? Warum sollte ich Ihnen auch nur 4.000 Pence geben? Wer hat was davon gesagt, dass Sie mir 4.000 Pfund geben sollen? Sie haben mich gefragt, was ich will, ich habe es Ihnen gesagt. Hören Sie auf, mit mir versteckt zu spielen. Worauf wollen Sie hinaus? Also schön. Sie haben einen Kollegen, Dr. Kimber. Na und? Ich möchte, dass Sie ihm eine Nachricht von mir überbringen. Sagen Sie ihm, ich will bis morgen 4.000 Pfund von ihm haben. Sagen Sie ihm, wenn er Ihnen die 4.000 Pfund bis morgen nicht aushändigt, bekommt Inspektor Dane einen Brief von mir. Das ist Erpressung. Das mache ich nicht mit. Wenn Sie mir diese kleine Gefälligkeit erweisen, werde ich es nicht mehr für nötig halten, mit dem Inspektor über Miss James zu sprechen. Obwohl es ihn sicher sehr interessieren würde. Was wissen Sie über Miss James, Windsor? Ich werde Sie anrufen. Wenn Sie das Geld bekommen haben, werden wir uns treffen. Dann sage ich Ihnen, was ich über Sie weiß. Es lohnt sich, das zu erfahren. Hören Sie, Latimer, ich habe Ihnen alles gesagt, was ich über Mrs. Ambler weiß. Jetzt müssen Sie mich entschuldigen, ich habe zu tun. Genau genommen haben Sie mir überhaupt nichts gesagt. Aber ich bin auch nicht hier, um mit Ihnen über Mrs. Ambler zu sprechen. Worüber denn sonst? Ich habe einen anregenden Nachmittag mit einem Freund von Ihnen verbracht. Mit Jeffrey Windsor. Ich kenne keinen Jeffrey Windsor. Nein, aber er scheint Sie zu kennen. Ein interessanter Mann, dieser Windsor. Er ist voll von abenteuerlichen Ideen. Man soll solche Männer niemals unterschätzen. Unterschätzen Sie ihn etwa, Kimber? Was fantasieren Sie da, Latimer? Sind Sie vermögend, Kimber? Nein, wieso? Windsor scheint es anzunehmen. Er scheint zu glauben, Sie hätten 4.000 Pfund zu viel auf der Bank. 4.000 Pfund? Ja. Er hat mich gebeten, Ihnen eine Nachricht zu überbringen. Er sagte, sagen Sie Kimber, wenn er Ihnen die 4.000 Pfund nicht bis morgen aushändigt, bekommt Inspektor Dane einen Brief von mir. Einen Brief? Was für einen Brief? Nehmen Sie Ihre Fantasie zu Hilfe. Was für einen Brief kann ein Mann wie Windsor wohl schreiben? Latimer, ich muss alles wissen, was Windsor gesagt hat. Er hat nur noch gesagt, übermitteln Sie ihm das. Kimber wird schon verstehen. Verstehen Sie es? Ich verstehe es. Wann will er das Geld haben? Morgen? Ja. Ich weiß nicht, woher ich es nehmen soll, aber er wird es bekommen. Wenn er Sie anruft, sagen Sie ihm, es geht in Ordnung. Haben Sie Fanny Felden ermordet? Nein. Oder Mrs. Ambler? Nein, ich schwöre Ihnen, ich weiß nicht. Dann machen Sie keine Dummheiten. Sie werden doch nicht 4.000 Pfund opfern, nur weil ein schmieriger Erpresser Ihnen droht. Vielleicht blufft er nur. Ich habe ihn schon einmal unterschätzt. Nochmal riskiere ich es nicht. Ich muss dich etwas fragen und ich bitte dich, mir die Wahrheit zu sagen. Wie meinst du das? Ich bin immer aufrichtig gewesen in allen Dingen. Wie lange kennst du schon Dr. Kimber? Kimber? Ich kenne ihn überhaupt nicht. Wie kommst du darauf, dass ich ihn kenne? Weil er dich erkannte, als wir aus dem Bromptonkrankenhaus kamen. Oh, Unsinn, Howard. Ich habe diesen Mann niemals vorher gesehen. Ich glaube dir nicht. Also schön, dann glaube mir eben nicht. Ich bin sehr müde. Wenn du nichts dagegen hast, möchte ich jetzt schlafen gehen. Du hast mit dieser Sache irgendwas zu tun. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du auch diesen Windsor kennst? Windsor? Du meinst den Mann, der dich zum Flughafen gebracht hat? Du weißt ganz genau, wen ich meine. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wen du meinst. Howard, hör mal, wenn du irgendwelche Hintergedanken hast, dann rücke gefälligst damit raus. Also schön. Ich habe heute Nachmittag Windsor getroffen. Er hatte die Absicht, Kimber zu erpressen und mich als Vermittler zu benutzen. Als ich mich weigerte, drohte er Inspektor Dane, etwas mitzuteilen. Über Kimber? Nein, über dich. Über mich? Ja. Aber ich kenne diesen Menschen nicht. Er kann überhaupt nichts von mir wissen. Ich habe einen anderen Eindruck gehabt. Hast du etwa getan, was er verlangt hat? Bist du bei Kimber gewesen? Ja. Oh, Howard. Howard, wie konntest du so etwas machen? Wenn Kimber jetzt zur Polizei geht, werden sie denken, du hättest ihn erpressen wollen. Du hättest dich sofort an Inspektor Dane wenden müssen. Das kann ich immer noch tun. Und warum tust du es nicht? Das habe ich dir ja gesagt. Weil dieser Winzer angeblich etwas über mich weiß. Ja.
So. Darauf gibt es nur eine Antwort. Hallo? Hallo, Miss James? Ja, wer ist da? Hier spricht Inspektor Dane. Ist Dr. Littimer da? Ja. Wenn ich nicht störe, möchte ich Ihnen gerne einen Moment sprechen, Miss James. Sie stören nicht. Inspektor Dane. Hier, Littimer. Schönen guten Abend, Doktor. Könnten Sie morgen mal irgendwann in mein Büro kommen? Wenn es geht, am Vormittag. Ja, sicher, Inspektor. Wann denn etwa? So gegen 10. Ja, das geht. Ich bin um 10 bei Ihnen. Wunderbar. Ich erwarte Sie dann also morgen. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe Ihnen jetzt alles erzählt, was ich über Windsor, Kimber und Laura James weiß. Und Sie haben sich nicht mit einem einzigen Wort dazu geäußert. Dr. Littimer, haben Sie noch nie darüber nachgedacht, warum Sie nicht schon längst verhaftet worden sind? Sie haben vermutlich nicht genügend Beweise gegen mich. Hier ist Ihre Akte. Die Beweise reichen aus, um Sie 20 Mal zu verhaften. Warum haben Sie es nicht getan? Ich bin Vogelbeobachter aus Liebhaberei. Sie sind nicht der Vogel, den ich suche. Kommen Sie mal mit, ich möchte Ihnen was zeigen. Darf ich Ihnen Sergeant Harris und Sergeant Wallace vorstellen? Freut mich. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Ich glaube, Sie schulden mir einen Schilling, Sergeant. Musikanten haben Durst, Doktor. Kommen Sie mit, ich möchte Ihnen noch etwas zeigen. Tag. Tag. Können wir, Miller? Ja. Sind Sie es, Howard? Wer ist denn da? Sie machen mir Spaß, wer soll es denn sein? Charles. Charles? Ja, Charles. Charles Kaufmann. Ich habe den ganzen Tag versucht, Sie zu erreichen. Von wo sprechen Sie, Charles? Wo sind Sie jetzt? Im Claridge. Ich bin heute Morgen angekommen. Ich habe Sie gleich nach meiner Ankunft angerufen, aber es hat sich niemand gemeldet. Sagen Sie, haben Sie alle meine Telefongespräche abhören lassen? Nur die interessanten, Doktor. Glauben Sie nicht, dass Sie mir eine Erklärung schuldig sind, Inspektor? Ja, die können Sie verlangen. Und die kriegen Sie auch. Ich möchte Sie Kommissar Hansen vorstellen. Kommen Sie. Kommissar Hansen ist nur Gast bei Scotland Yard. Er ist von Anfang an mit diesem Fall beschäftigt. Ich denke, Sie bearbeiten ihn, Inspektor. Offiziell, Doktor, nach außen. Ah. Darf ich bekannt machen, Kriminalkommissar Hansen, Dr. Littimer? Ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen, Dr. Littimer. Ja, mein Freund Brady. Setzen Sie sich doch bitte. Meine Herren, darf ich Sie etwas später noch mal zu mir bitten? Kommissar Hansen arbeitet für Interpol. Daher dieses etwas ungewöhnliche Verfahren. Ich bin erst kürzlich aus Berlin gekommen. Wir sind einer internationalen Verbrecherorganisation auf der Spur. Sie hat ihr Hauptquartier in Berlin, in einem kleinen Café, das sich der Kerzenhalter nennt. Ihr Arbeitsgebiet sind Passfälschungen, Menschenschmuggel und Rauschgifthandel. Wir bekamen heraus, dass das Haupt der Bande ein Engländer ist, ein Gentleman namens Hitten. Wir wollten ihn in eine Falle locken. Unser Lockvogel war eine Beamtin von Interpol, meine Mitarbeiterin. Sie kennen sie als Fanny Felden. Fanny Felden? Hitten wurde gewarnt. Er wollte Fanny Felden beseitigen, aber den Verdacht von vornherein auf einen anderen lenken. Auf Sie, Dr. Littimer. So ist das. Aber was hat diese Mrs. Ambler mit all dem zu tun? Mrs. Ambler ist mit einem gefälschten Pass nach England gekommen, den Hitten ihr geliefert hat. Seitdem wurde sie von ihm erpresst. Sie musste Ihnen auch das Märchen von dem Toten und dem Messingkerzenhalter servieren. Jetzt wird mir manches klar. Aber hören Sie, diese Anrufe von Charles Kaufmann, die waren doch echt. Sie waren gut fingiert. Ich kann es nicht glauben. Glauben Sie es. Ich muss es wohl. Und Windsor? Arbeitet er auch für Hitten? Ja. Nur deshalb suchte er sie in ihre Klinik auf und schrieb Fanny Feldens Namen auf ihren Terminkalender. Also Fanny Felden war eine Interpol-Beamtin.
Als sie sie auf dem Flugplatz abholten, dachte sie, sie wären einer von Hittens Komplizen und deshalb gab sie ihnen das Streichholzheftchen. Aber weshalb wollten sie es unbedingt von mir zurückhaben? Es ist ein für uns sehr wertvolles Erkennungszeichen der Bande. Damit wollten wir an Hitten herankommen. Dieser Mr. Hitten hatte also die Absicht, mich an den Galgen zu bringen. Erraten. Und deshalb dachten wir, Sie würden uns vielleicht helfen, Doktor. Helfen? Wie? Ich werde Ihnen sagen, wie, Dr. Latimer. Guten Tag, Kimber. Nehmen Sie Platz. Ja. Hat Windsor schon angerufen? Noch nicht. Setzen Sie sich doch. Also, was soll ich tun, wenn er sich bei mir meldet? Geben Sie ihm das hier. Sie haben das Geld? Ja. 4.000 Pfund? Ja. Donnerwetter. Nicht jeder kann 4.000 Pfund im Handumdrehen aufbringen. Latimer, es waren teuflische 24 Stunden. Ich möchte Sie nicht nochmal durchmachen. Ich weiß, ich habe Sie schon mal gefragt, aber was hat Windsor genau gesagt? Ziemlich wenig. Er hat gesagt, wenn Sie ihm das Geld nicht geben, bekommt Inspektor Dane einen Brief. Hat er kein Wort gesagt, was er ihm mitteilen würde? Nein. Davon hat er nichts gesagt, aber wahrscheinlich wissen Sie es. Sonst wären Sie nicht so wild darauf, 4.000 Pfund loszuwerden. Latimer, ich bin verloren. Wie soll ich herausbekommen, ob Windsor das von mir weiß, was ich vermute? Oder ob er vielleicht nur blöfft? Es ist doch kein Problem, das herauszubekommen. Wie? Zahlen Sie nicht. Sagen Sie ihm, er soll dem Inspektor schreiben. Sagen Sie ihm, er soll einfach... Verzeihung, Dr. Inspektor Dane ist da. Er will Sie unbedingt sprechen. Ich habe ihm gesagt, Sie sind beschäftigt, aber... Schon gut, Schwester, danke. Gehen Sie bitte. Was soll das heißen? Sie sehen doch, ich bin nicht allein, Inspektor. Ich muss Sie bitten, mit mir zur Inspektion zu kommen, Doktor. Jetzt? Ja, sofort. Das ist völlig unmöglich. Ich muss heute Morgen noch Patienten empfangen. Dann sagen Sie ihnen ab. Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll ich meinen Patienten jetzt absagen? Das ist nicht meine Sache. Können wir gehen, Dr. Latimer? Also... Wir sprechen heute Nachmittag weiter, Kimber. Rufen Sie mich in meiner Wohnung an. Ja, ist gut, Latimer. Hallo, Laura. Was ist denn passiert, Howard? Ich habe den ganzen Tag versucht, dich zu erreichen. Warum hast du dich vor mir versteckt? Ich habe dich überall gesucht. Ich bin ja ein paar Mal in der Klinik gewesen. Tja, Laura, es hat sich inzwischen allerhand ereignet. Ich weiß, ich habe die Zeitungen gelesen. Werden sie dich wirklich verhaften, Howard? Nein, nein. Aber die Zeitungen schreiben es. Sie schreiben, man hat Beweise gegen dich und der Inspektor... Ich weiß, Liebling, ich habe es gelesen. Hör zu, Laura. Tu mir bitte einen Gefallen. Hier sind meine Wohnungsschlüssel. Komm in 2 Stunden wieder, dann erkläre ich dir alles. Warum kannst du es jetzt nicht machen? Ich bin so beunruhigt, Howard. Ich kann es nicht. Ich habe versprochen... Was ist denn? Erwartest du jemand? Ja, Kimber. In 2 Stunden warte, wenn ich nicht da bin. Pass auf dich auf. Mach dir keine Sorgen, Laura. Tag, Kimber, kommen Sie rein. Tag. Sie kennen ja Miss James schon. Guten Tag, Miss James. Guten Tag. Howard. Haben Sie was von Windsor gehört? Ja, er hat vor einer Stunde angerufen. Was ist denn heute Morgen los gewesen? Ich musste mit zur Inspektion. Sie haben mich 3 Stunden verhört. 3 Stunden, Kimber. Sie haben Ihnen doch nichts erzählt von mir und dieser... Ich habe Ihnen gar nichts erzählt. Aber ich wette, morgen um diese Zeit haben Sie einen Haftbefehl gegen mich. Hören Sie zu, Kimber. Ich habe Ihnen in dieser Windsor-Geschichte einen großen Gefallen getan. Jetzt bitte ich Sie um eine Gegenleistung. Was wollen Sie von mir? Die Polizei hält mich für Fanny Feldens Mörder. Sie wissen, ich bin es nicht. Ja, und? Wer ist es? Der Mörder ist ein gewisser Hitten, Chef einer internationalen Verbrecherorganisation. So.
Sind Sie Mitglied dieser Organisation? Nein, nein, ich wünschte, ich hätte nie was davon gehört. Wie ist alles gekommen, Kimber? Ungefähr vor einem Jahr bin ich an ein Mädchen geraten, das in einen Mordfall verwickelt war. Ich hatte überhaupt nichts damit zu tun, aber sie wollte mich hineinziehen. Durch dieses Mädchen kam ich an Hitten. Er war bereit, sie ins Ausland zu bringen. Und Ihre Gegenleistung dafür? Er verlangte eine Lieferung Heroin. Ich besorgte sie ihm. Ich weiß nicht, ob es von Anfang an ein abgekartetes Spiel war, aber seitdem werde ich erpresst. Ich danke Ihnen, Kimber. Jetzt nehme ich mir Winzer vor. Hat's nicht geklappt? Was schiefgegangen? Was meinen Sie? Ist Kimber nicht gekommen? Oh doch, er war bei mir. Warum haben Sie das Geld nicht mitgebracht? Lesen Sie keine Zeitung? Es ist nur eine Frage von Stunden, bis ich verhaftet werde. Das geht mich nichts an. Wirklich nicht? Wenn Sie in meiner Haut steckten, würden Sie sich dann darum kümmern, was aus Kimber wird? Hören Sie, Latimer, wenn Sie das Geld haben... Ich habe das Geld. Und ich gebe es Ihnen unter einer Bedingung. Glauben Sie, dass ein Mann in Ihrer Lage noch Bedingungen stellen kann? Aber durchaus. Wenn ich erst verhaftet bin, dann pfeife ich auf Sie, auf Kimber. Und auf wen Sie wollen. Also, Ihre Bedingung? Ich will England innerhalb von 24 Stunden verlassen. Und was soll ich tun für Sie? Kimber hat mir gesagt, Sie kennen einen gewissen Hitten. Und Hitten könnte mir einen falschen Pass besorgen. Solche Sachen kosten was. Eine hübsche Stange Geld. Wie viel? Machen Sie mir einen Vorschlag, Dr. Lettemann. Ich gebe Ihnen die 4.000 Pfund von Kimber und noch 5.000 von mir. Wann? Sobald ich meinen Pass bekomme. Kommen Sie mit, ich telefoniere. Warten Sie hier. Ich bin gleich wieder da. Ist gut. Muss alles schnell gehen. Hinten verlässt heute Abend London. Er erwartet Sie mit dem Geld in 3 Stunden im Savoy Hotel Knightsbridge. Und mein Pass? Der Pass wird ausgestellt auf einen Dr. Edward Regan. An Ihrer Stelle würde ich auf diesen Namen gleich einen Flug buchen. Kann ich mich darauf verlassen, dass alles klappt? Ich meine mit dem Passfoto. Ihr Foto haben wir. Wir machen sowas nicht das erste Mal. In 3 Stunden, Dr. Latimer, Savoy Hotel. Und guten Rutsch. Verlässt heute Abend London. Ich treffe ihn in 3 Stunden im Savoy Hotel, Knightsbridge. Vielen Dank, wir sind in großer Besetzung zur Stelle. Hallo, Howard. Tag, Kenny. Ich bin gerade auf dem Weg zum Flugplatz. Bin nur einen Sprung vorbeigekommen, um dir dein Hemd zurückzubringen. Oh, danke. Wohin willst du? An die Riviera? Nein, mein Junge, nach Berlin. Berlin? Ja. Die amüsanteste Stadt der Welt heutzutage. Ich bin nicht das erste Mal da. Ich habe da sogar schon einen Stammcafé. Wahrscheinlich ist da eine besonders hübsche Bedienung. Ja, ich werde in Berlin nicht schlecht bedient. Übrigens, da fällt mir ein, ich habe noch was für dich. Ah, für mich?
Ja. Du ahnst nicht, was es ist? Nein, vielleicht doch. Lass mich mal überlegen. Wie wär's mit deinem Pass für mich? Auf den Namen Dr. Edward Regan. Wie lange weißt du's? Dass du hinten bist? Ja. Ich habe dich niemals verdächtigt, bis Kimber am Bombenkrankenhaus deinen Wagen erkannte. Zuerst glaubte ich, er hätte gestutzt, weil er Laura sah. Interessant. Tja, ich hab dich da ganz schön reingeritten. Aber ich werde dich auch wieder rausholen, Ehrensache. Dr. Reed. Danke. Nur aus verständlicher Neugierde. Warum musste ich es sein? Oh, eine musste es sein. Mein Motto ist, brauchst du einen Prügelknaben, nimm immer deinen besten Freund. Dann kann dir kaum etwas passieren. Nicht schlecht. Kopf hoch, Howard. Dir kann auch nicht viel passieren. Nein, gar nichts. Ich kann höchstens aufgehängt werden, das ist alles. Also mach's gut, Howard. Pass gut auf dich auf. Tu nichts, was ich auch nicht tun würde. Zwecklos, er hat die Schnur rausgerissen. Aber wir brauchen die Polizei. Es dauert zu lange. Übrigens sitzt Dane mit seinen Leuten im Savoy Hotel. Wir fahren zum Flugplatz. Thank you.
wann geht die Maschine nach Berlin? Die haben Sie verpasst, die ist schon gestartet. Komm, Laura. Zu spät, Howard. Warte hier. Ich gehe zur Flugleitung. Sie müssen was unternehmen. Hallo, Dr. Latimer. Was stehen Sie hier herum? Hinten ist eine Maschine. Ja, ich weiß, aber ich würde mich an Ihrer Stelle nicht so darüber aufregen. Hier, sieh mal, hier steht. Ja, ja. Ich finde, wenn man erst mal in der Luft ist, hat man das Schlimmste hinter sich. Nicht immer, Mr. Hitten. Sergeant. Danke, sehr liebenswürdig. Ich hätte es nie geglaubt. Achtung, Dr. Latimer, bitte am Auskunftsschalter melden. Sie werden am Telefon verlangt. Dr. Latimer, bitte am Auskunftsschalter melden. Nein, Madame, ich kann Ihnen leider noch nicht sagen, wann die Maschine eintrifft. Ich bin Dr. Latimer. Bitte, Dr. Latimer, Ihr Gespräch. Ja, Dr. Latimer? Hallo, Howard, hier ist Charles. Charles? Ja, Charles. Charles Kaufmann. Charles, wo sind Sie? Von wo sprechen Sie? Aus Southampton. Ich komme eben aus New York. Ich muss am Londoner Flughafen eine Schauspielerin aus Rom abholen. Sie heißt Gina Parino. Aber ich habe die Maschine verpasst. Würden Sie die Dame vielleicht abholen? Charles, es tut mir furchtbar leid, aber ich kann nicht. Ich muss Abendbrot essen. Geht es denn wirklich nicht, Howard? Moment mal. Nein, beim besten Willen nicht. Aber ich werde ihn hier gleich weggeholt. Ich muss nämlich... ich muss heiraten. Howard, bitte tun Sie mir den Gefallen. Howard, sind Sie noch da? Das macht mein Charles doch auch ganz Howard, gut. Was, Dr. Latimer? Howard, hallo, hier ist Charles. Howard!